herab. In der ersten Halbzeit habe ich vor allem zwei ebenbürtige Gegner gesehen. Trotzdem ist das Ergebnis überdeutlich gewesen. Wie haben Sie es gesehen und was war der Schlüssel zum Sieg heute? Ja, also ich denke auch, dass man das so sagen kann. Ich denke, bis zum 1-0 war fast sogar Bauschlott die bessere Mannschaft, ja, war besser im Spiel drin. Nach dem 1-0, wo ein bisschen glücklich auch entstanden ist, weil der Ball nochmal frei war aus der Tormannhand, das war dann eigentlich schon so ein bisschen ein Knackpunkt. Dann sind wir auch ein bisschen freier geworden. Man hat uns am Anfang schon angemerkt, dass wir von der Niederlage letzte Woche, überraschende Niederlage in Gräferhausen, noch ein bisschen zäher hätten. Und aber dann mit dem 2-0, sagen wir mal, sind wir dann stabiler geworden, hat man einfach im ganzen Spiel gemerkt, ja, sind spielfreudiger geworden, kompakter geworden und dann denke ich, so sind wir in einem guten Spiel gekommen und dann auch Bauschlott im Griff gehabt. Letzte Woche gab es ja eine überraschende Niederlage gegen Gräfenhausen. Was haben Sie heute anders gemacht? Was war der Schlüssel heute? Gut, wenn jetzt natürlich heute war das erste Mal, wo wir den komplette Kader wieder zur Verfügung gehabt haben, aber wir haben auch einfach die Niederlage sauber sachlich besprochen. Wenn sie aufgearbeitet unter der Woche, haben gut trainiert. Und gut, es gab jetzt Veränderungen auch in der Aufstellung. Aber letzte Woche halt einfach ein schwarzer Samstag in dem Fall, wenn wir Samstag gespielt haben. Wir haben trotzdem viele Torchancen gehabt, aber halt keine Tore gemacht. Und dann war er einfach auch zu auffällig, zu offen dann schlechthin. Also das haben wir einfach nicht gut gemacht. Und deswegen haben wir heute alles besser gemacht. Und deswegen auch das bessere Ergebnis. Sie sind jetzt auf Platz 1. Öschelbronn hat, glaube ich, unentschieden gespielt. Der direkte Konkurrent momentan auf der Tabelle. Haben sich auf 2 Punkte als Spitzenreiter abgesetzt. Wie bewertet man diese Position? Denkt man schon über Meisterschaft und Aufstieg nach bei Ihnen? Nein, also ich meine, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn das Ergebnis so ist, wie es jetzt, ich habe es auch gehört, wohl 3-3, ist das okay, aber wir haben uns eigentlich immer auch gesagt, man möchte eigentlich nicht nach anderen gucken, man möchte nach uns schauen. Für uns war wichtig, das habe ich schon öfters gesagt, dass wir einfach in der Liga wieder ankommen, weil das für die zwei Alleinsieger, wo wir gespielt haben, war nicht einfach. Ja, wir haben jetzt auch wieder Spiele lernen müssen und so weiter. Ganz anderes, wir haben wieder mehr den Ball, müssen aktiver sein im Spiel. Und haben wir jetzt natürlich diese Runde bis jetzt ganz gut hingebracht. Auch bessere Stabilität im Spiel, in der Defensive, ja, wir haben auch die beste Abwehr. Und das sind so Punkte, wo man eigentlich dann drauf hinarbeitet. Die Position ist natürlich schön, kein Thema, aber man vergeht da keinen Moment, dass man jetzt irgendwie sagen, ja, man müsse unbedingt da zum Schluss stehen. Ich habe schon mal gesagt, wenn uns halt zum Schluss niemand überholen möchte, dann stehen wir da, wo wir stehen. Wie können Sie uns auf nächste Woche einstimmen? Da heißt Ihr Gegner dann bei einem Auswärtsspiel Kieselbronn? Ja gut, Kieselbronn ist für mich eigentlich eine qualitativ bessere Mannschaft, wie sie eigentlich dasteht. Ja. Und sehen auch noch viele Spieler in ihrer Reihe, die in der Landesliga gespielt haben. Irgendwas fehlt dann wohl jetzt dieses Jahr aktuell. Aber in Kieselbronn haben wir definitiv aus Erfahrung schon immer Probleme gehabt, ja, und möchte das einfach besser machen. Ja. Die letzten Ergebnisse in Kieselbronn waren, glaube ich, immer alle negativ soweit. Und deswegen wird es auch ganz schwierig aufgehauen. Gut, sind eigentlich der Kevin Geiger verloren am Winter, ein ganz wichtiger Mann für sie. Wäre ein anderes Spiel dementsprechend aufziehen müssen. Aber wie gesagt, ganz schwere Aufgabe, definitiv. Hört sich immer blöd an, aber ist halt einfach so. Also die Liga ist definitiv so ausgeglichen, dass man nirgendwo hinfährt und sagt, ja, das wird ein Selbstläufer. Wenn man das macht, verliert man.